Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 30. August 2022. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Disneyland Paris News. Ja, lange ist es her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe, aber seit dem 30. Geburtstag gab es jetzt nicht mehr die allergrößten Neuigkeiten. Aber ich habe jetzt wieder einige für euch zusammengesammelt. Paar kleinere Neuigkeiten, aber auch einige wichtige. Und zwar zu Schließungen von, also zu Renovierungsschließungen von Attraktionen und auch Shows, die pausieren. Das könnte natürlich euren Aufenthalt demnächst im Disneyland Paris beeinflussen. Ja, wenn euch das Ringlicht in meiner Brille stört, es tut mir leid. Ich bin ja bei meinem Freund, wie man sehen kann. Und ich habe hier nur so ein komisches Ringlicht. Und ja, man sieht es tatsächlich schlimm in meiner Brille. Stört mich selbst, aber ohne Brille sehe ich nichts. Und Kontaktlinsen habe ich jetzt hier keine dabei. Ja, ich würde sagen, wir legen los mit der ersten Neuigkeit. Ja, die erste Neuigkeit dreht sich rund ums Mobile Order. Ja, Disneyland Paris baut das Mobile Order Prinzip aus. Wir sind ja auch jetzt das Wochenende im Disneyland Paris und ich will unbedingt noch ein Video machen, wie das mit der Mobile Order funktioniert und wie einfach es ist. Aber als Neuigkeit hier, es gibt jetzt mittlerweile 6 Restaurants, die bei Mobile Order mitmachen. Und ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich habe es ja schon in WDW im Januar getestet und wir haben es auch hier und da mal im Disneyland Paris schon gemacht. Und es erleichtert wirklich einem den Bestellprozess, würde ich jetzt mal sagen, weil man muss sich nicht ewig anstellen. Bei vielen Restaurants sind die Warteschlangen ewig, vor allem zur Mittagszeit. Und über Mobile Order kann man sich einfach das Essen bestellen und dann über einer dezidierten Line dann abholen. Ihr braucht dazu nur eine Kreditkarte und das macht ihr alles über die App. Aber wie gesagt, dazu möchte ich auch unbedingt noch am Wochenende ein Video machen. Ja, welche Restaurants bieten jetzt Mobile Order an? Ich packe euch die Liste jetzt auch nochmal hier rein. Es sind Casey's Corner, das haben wir ja schon mal getestet. Hyperion Café, da haben wir es auch schon mal gemacht. Neu ist jetzt auch Hakuna Matata, Last Chance Café, En Coulisse und einer meiner Lieblingsschnellimbiss-Restaurants, Fuente del Oro. Ja, das sind die Restaurants, die gerade Mobile Order anbieten. Schaut einfach mal in der App vorbei. Beim Fuente del Oro kann man aber leider den Frozen Margarita nicht per Mobile Order bestellen. Wahrscheinlich auch wegen der Alterssache. Also Alkohol drin, ne? Aber keine Ahnung wieso. Das ist jetzt nur meine Mutmaßung. Aber finde ich richtig gut, dass Disneyland Paris sich da weiterentwickelt. Disneyland Paris bietet ja auch schon auf dem Avengers Campus diesen Quick-Checkout sozusagen an. Also man bekommt dann von einem Cast-Member an der Seite alles eingescannt und bezahlt schnell mit Karte. Das ist auch schon mal super gewesen. Und ja, vielleicht kommen wir ja auch irgendwann dazu, dass man Self-Checkout machen kann. Das ist ja in WDW auch schon gang und gäbe. Ja, das war die erste Neuigkeit. Ja, es gibt ein kleines Merchandise-Update. Das Merchandise kommt morgen raus, aber man hätte sich gestern schon das Liberty-Ticket reservieren wollen. Ich möchte es euch trotzdem zeigen. Vielleicht habt ihr daran Interesse und ihr schaut mal bei eBay oder so. Und zwar ist es einmal diese Euro-Disney-Karte aus Metall in Gold. Ich blende es euch hier einfach ein. Und das andere sind, glaube ich, jetzt muss ich mal gucken, genau, also Euro Disneyland Commemorative Medal Passport und einmal Set of 6 Euro Disneyland Medals in Metall. Beides ist auf 1000 Stück limitiert. Das Ticket kostet 119 Euro und diese 6 Medals 69 Euro. Für beides bräuchte man ein Liberty-Ticket. Ob jetzt alle morgen verkauft werden, ich bin mir nicht sicher, weil 1000 Stück sind schon ganz schön viel pro Item. Und der Preis, zum Beispiel 119 Euro, finde ich auch sehr viel. Ja, und ich weiß aber nicht, was man mit sowas macht. Also, ja, aber das noch als Update hier. Ansonsten, Merchandise-technisch, die Chip and Dale-Orden sind jetzt ja wieder zurück im Disneyland. Und auch diese Metallflasche ist wieder da. Die Euro-Disney-Kollektion wurde auch ein bisschen erweitert mit Jeansjacke, mit Wimpel, mit Buckethead, mit Regenjacke. Also da gab es ein Update im Merchandise, aber jetzt das größte Merchandise-Update gab es jetzt leider nicht. Ja, halte ich euch natürlich immer auf Instagram auf dem Laufenden. Also wenn ihr auf Instagram noch nicht folgt, folgt mir gerne auf Instagram für die aktuellen Merchandise-Updates.
Kommen wir zur dritten Neuigkeit. Und zwar am 8. September findet der Disney Plus Day statt. Ich war ja letztes Jahr schon am Disney Plus Day im Disneyland Paris. Verlinke ich euch auch gerne bei dem i das Video. Schaut euch gerne mal an. Und ja, der findet auch dieses Jahr wieder statt. Ich werde leider nicht da sein können, weil es einmal unter der Woche ist und ich halt keine Urlaubstage mehr habe. Aber es wird wieder spezielles Food geben, spezielle Meet and Greets. Also ich erinnere mich, letztes Jahr war Joy da von Alles steht Kopf, also Freude. Und andere coole Disney-Plus-Charaktere, auch von Monster AG. Und man kann 30 Minuten vorher in den Park, wenn man Disney Plus abonniert hat. Ich habe keine Ahnung, wie die das tracken wollen. Ob man da einfach mit seinem Handy dran geht und sagt, hallo, ich habe hier meinen Disney Plus Account. Ich weiß es wirklich nicht, aber man darf als Disney Plus Gast 30 Minuten vorher in den Park. Ob das jetzt schon vor der Extra Magic Hours ist oder während der Extra Magic Hours, hier steht nur more details to come soon. Also vielleicht seid ihr am 8. September zufällig im Disneyland Paris, dann lasst euch den Disney Plus Tag auf jeden Fall nicht entgehen. Ja, kommen wir zur Neuigkeit Nummer 4 und das betrifft jetzt die ganzen Schließungen und Pausierungen der Shows. Und wir fangen auch mit den Shows an. Und zwar werden alle Shows eine Pause haben und zwar die Disney Junior Dream Factory, ich schreibe euch die Daten auch noch unten rein, wird eine Pause haben vom 12. September bis zum 7. Oktober. In den Studios. Dann The Lion King Rhythm of the Pride Lands hat vom 19. September bis 10. November Pause, also im Prinzip eigentlich die ganze Halloween-Season. Ob da jetzt was anderes reinkommt? Das würde sich natürlich anbieten, weil 19. Das ist aber nur eine Vermutung von mir, weil 19. September bis 10. November, das ist auf jeden Fall vor der Halloween-Season, da könnten sie schon mal anfangen zu dekorieren und nach der Halloween-Season. Es ist aber reine Spekulation gerade von mir. Das habe ich mir gerade so in den Kopf gekommen. Aber ja, Rhythm of the Pride Lands, 19. September bis 10. November. Frozen a Musical Invitation hat vom 14. November bis 16. Dezember Pause. Und Mickey and the Magician hat Pause vom 9. Januar nächsten Jahres bis 24. Februar. Das ist übrigens generell Januar und Februar ist eine sehr populäre Zeit für Disneyland, generell da Pausen einzulegen, Sachen zu renovieren und so weiter, weil das halt eine Low Season ist. Aber da ist auch der Preis auf jeden Fall auch günstiger, wenn man dahin fährt. Ja, soviel zu den Shows. Dann haben wir noch ein paar Attraktionsupdates, denn ja, einige Attraktionen werden auch jetzt im September für ein paar Tage schließen für Renovierungsarbeiten. Wir fangen an mit Indiana Jones. Indiana Jones wird vom 5. bis 23. September geschlossen sein. Es passt ganz gut, weil wir noch vor dem 5. September da sind. Wir müssen die Attraktion fahren dieses Wochenende. Dann Shooting Gallery. Interessiert das irgendjemanden? Also die Shooting Gallery. Das ist dieses neben dem Big Thunder Mountain. Vom 12. bis zum 30. September. Ratatouille wird vom 19. bis zum 23. September geschlossen sein. Da plant ja auch, glaube ich, Daniel einen Tag hinzufahren. Also Daniel, Ratatouille wird da geschlossen sein. Und auch Indiana Jones sehe ich gerade. Ja, das war's. Und halt Shooting Gallery. Also das sind die zwei Attraktionen, die an dem Tag, wo Daniel fahren möchte, geschlossen sind. Big Thunder Mountain wird vom 26. September bis zum 7. Oktober geschlossen sein. Also 26. September bis 7. Oktober. Während des Start der Halloween-Season ist Big Thunder Mountain geschlossen. Und Parachute Drop, das sind diese gelben Armee-Schirme im Toy Story Land, die so man so hoch und runter fährt, vom 10. bis zum 14. November. Ja. Ah ne, 10. bis 14. Oktober. Es tut mir leid, ich musste mich korrigieren. 10. bis 14. Oktober. Ja, das sind die Daten von den Shows und den Attraktionen. Wenn es euch betrifft, es ist halt immer so, Disneyland Paris hat 365 Tage im Jahr offen und irgendwann müssen auch die Attraktionen renoviert und gewartet werden. Und manchmal kann es halt in den Zeitraum fallen, wenn ihr auch ins Disneyland Paris fährt. Fällt tatsächlich noch was ein. Dream and Shine Brighter pausiert ja im Prinzip auch. Das gehört eigentlich auch noch eben zur Showpause. Weil zum Start der Halloween-Season wird Dream and Shine Brighter ja pausiert. Also läuft Dream and Shine Brighter wahrscheinlich bis 30. September. Dann ab 1. Oktober Halloween-Season. Und Dream and Shine Brighter kehrt dann nach der Christmas-Season zurück am 8. Januar.
für diejenigen, die es auch interessiert, weil viele gefragt haben, wie lang läuft Dream and Shine Brighter. Also bis 30. September und dann ab 8. Januar wieder. Die Light soll tatsächlich den ganzen Winter und Herbst überlaufen, aber wir wissen, das sind Drohnen und die sind sehr wetteranfällig. Und wir wissen auch, wie das Wetter im Herbst sein kann. Also sobald es irgendwie eine Windböe in der Luft ist, dann wird die Light leider abgesagt. Also ich glaube, im Herbst und Winter wird die Light sehr oft abgesagt werden müssen, wegen den Wetterverhältnissen bei uns in Europa. Also seid da nicht enttäuscht, aber drückt euch die Daumen, dass die Light dann auch stattfindet, wenn ihr da seid. Aber ihr müsst damit rechnen in den Wintermonaten und den Herbstmonaten, dass das abgesagt werden kann. Und jetzt kommen wir noch zu einer Show, und zwar die Big Band Show, also die ist mal vor Jahren, ich glaube vor 3 oder 4 Jahren das letzte Mal in den Walt Disney Studios lief, das war so eine Christmas Show, die findet dieses Jahr leider nicht statt. Es gab Gerüchte, die haben auch, glaube ich, Leute gesucht für die Show, aber ja, die wird dieses Jahr doch nicht stattfinden. Richtig schade, weil die Big Band Show war immer richtig cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht, immer da zuzuschauen, aber ja, findet leider dieses Jahr nicht statt. Ja, und dann kommen wir jetzt noch zu 2 Gerüchten. Die sind nicht bestätigt, es sind Gerüchte und deswegen möchte ich betonen, es sind Gerüchte von Disney noch nicht bestätigt worden. Einmal, dass der Flight Force Coaster, also der alte Rock'n'Roller Coaster, wie heißt denn der nochmal, der komplette Name, ich stehe gerade auf dem Schlauch, Flight Force Assemble Flight Force, so hieß es, glaube ich. Ich stand gerade voll auf dem Schlauch. Ja, das ist das erste Gerücht, dass nach Eröffnung des Avengers Campus die Chefs von Disney, die waren ja auch da aus Amerika, nicht so zufrieden waren und auch viele Gäste sich beschwert haben, dass sie schon enttäuscht sind, was aus dem dem Rock'n'Roller Coaster geworden ist, was ja jetzt der Flight Force Coaster ist. Denn so viel ist ja nicht passiert. Die Wagen sind gleich, er ruckelt. Innen drin passiert leider auch nicht wirklich viel. Es ist sehr dunkel. Die Pre-Show und der Iron Man Animatronic, da brauchen wir nicht diskutieren. Die sind einfach mega geil. Da braucht man nichts anderes sagen. Aber die Fahrt selbst, bin ich auch der Meinung, könnte etwas verbessert werden. Und ja, deswegen gibt es das Gerücht, dass der Iron Man Coaster, ich sag jetzt immer Iron Man Coaster, dass der Flight Force Coaster schließt. Es gibt aber noch kein Datum und ob es auch bestätigt ist von Disney oder Disney es wirklich macht, ist es nicht. Ich vermute, es könnte in den Anfang des Jahres sein, so Januar, Februar, März, wenn Low Season ist, dass sie da eventuell dann schon was planen. Das ist halt schwierig. Der Iron Man Coaster ist ja in einer Halle entstanden und es ist alles sehr eng, wenn man sich das Schienennetz mal anguckt und viel Platz für Bildschirme oder so ist natürlich nicht, aber ich hoffe, dass sie es machen und dass sie es auch verbessern. Das ist so meine Meinung dazu. Ich könnt ja gerne unten in die Kommentare auch eure Meinung schreiben, ob ihr das gut findet. Ist natürlich ein Desaster, direkt gefühlt nach einem halben Jahr, nachdem der Avengers Campus aufmacht, direkt schon wieder eine Attraktion zu schließen und sie aufzupolieren, weil der Avengers Campus war jahrelang geplant und naja. Das ist halt Disney in Paris Planung. Kommen wir zum 2. Gerücht, das auch für die Walt Disney Studios ging und geht. Und wie gesagt, es ist auch noch ein Gerücht. Es könnte aber sein, dass es am 11. September bestätigt wird, denn am 11. September ist das Disney Parks Panel in Disneyland Anaheim auf der D23 Expo. Und da werden immer Neuigkeiten verkündet. Und ich bin mir sicher, dass wir da auch was zum dritten Themenbereich von den Walt Disney. Also Avengers Campus, Arendelle ist auf jeden Fall bestätigt und Star Wars ist ja gerade so ein bisschen und ich bin mir sehr sicher, dass wir da was zu Star Wars Land hören, also ob es passiert oder ob es nicht passiert oder was dahin kommt. Und ich bin mir auch sicher, dass wir mehr Infos zu Arendelle bekommen und zu dem ganzen neuen Bereich, der da entsteht mit der Promenade und dem See. Und ein Gerücht ist, was jetzt aufgetaucht ist, dass dort eine Rapunzel-Attraktion hinkommt in die Walt Disney Studios. Ja, eine Rapunzel-Attraktion. Wie soll die aussehen? So ein Mix aus Teacups, also so eine drehende Attraktion wird das sein, mit den Booten, die man aus der Szene kennt und den Laternen, die oben dann von der Decke hängen werden. Und diese Boote werden sich drehen.
ähnlich wie die Teacups oder auch ähnlich wie dieser Alien Swirl in den Hollywood Studios in Walt Disney World, mit dem bin ich ja auch gefahren. Ja, so ein Mix aus den beiden Attraktionen wird vermutet, wie gesagt, in Booten und in Laternen oben. Ist natürlich eine kinderfreundliche Attraktion. Es haut mich aber jetzt auch nicht vom Hocker, die Attraktion. Also, ne, es ist bestimmt schön anzusehen und es gibt noch keine Rapunzel-Attraktion, aber schon wieder so was Drehendes. Wir haben ja auch schon diese Cars-Attraktion, die sich so in sich dreht für Kinder oft in den Walt Disney Studios und ist jetzt nichts Spektakuläres. Aber für Rapunzel-Fans auf jeden Fall schön. Ihr könnt ja auch gerne mal eure Meinung dazu sagen. Würdet ihr euch über so eine Rapunzel-Attraktion freuen oder nicht? Könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, am 11. September ist das Panel. Das ist ein Sonntag. Und ich werde mir das natürlich angucken und auch im Nachhinein dann ein neues News-Video drehen. Das ist aber abends. Also für uns mit der Zeitverschiebung findet das abends statt. Das heißt, das Video an dem Sonntag wird wahrscheinlich etwas später online kommen. Oder ich lade vorher noch ein Video. Ich weiß aber nicht. Aber auf jeden Fall kommt am 11. September ein News-Video zu den ganzen News von dem Panel, von dem Disney Parks Panel. Werde ich euch in einem Video verfassen und dann gucken wir mal, ob die Gerüchte stimmen mit Rapunzel und auch, ob wir mehr Infos zum dritten Themenbereich für die Walt Disney Studios bekommen. Ja, und das waren die ganzen Neuigkeiten, die ich für euch hatte. Wie gesagt, nicht atemberaubende Neuigkeiten, aber für einen oder anderen schon wichtig. Was steht jetzt bei mir an in den nächsten Wochen oder was steht im Disneyland Paris an? Ja, ab 1. Oktober startet die Halloween-Season. Und die geht dann, jetzt muss ich mal im Kalender gucken, bis 6. November. Und dann beginnt ab 12. November die Christmas Season, wo ich dann auch plane, direkt da zu sein an dem Wochenende. Also ich bin geplant, das wollt ihr auch immer wissen, wann ich im Disneyland Paris bin, um euch eventuell zu treffen. Das nächste Mal im Disneyland Paris bin ich jetzt am Wochenende, also am 2. und 3. September mit Daria. Und da wird es alles nur um Attraktionen gehen. Also in den Vlogs werdet ihr richtig viele On-Rides bekommen. Es wird auch danach noch ein paar Attraktionsvideos geben, weil ich euch endlich auch mal mehr On-Rides zeigen kann dazu. Ich finde immer visualisiert, sieht das immer alles besser aus. Dann geht es ja nach Orlando für uns, also Brina, ihren Freund und mich. Am 24. September fliegen wir Richtung Orlando über den großen Teich. Und ich freue mich sehr. Zwischendurch ist da nichts Größeres mehr geplant. Wir haben von der Arbeit eine große Party am Wochenende. Am 10. September, darauf das Wochenende, kommt mein Freund mal nach Deutschland. Und an dem Wochenende habe ich auch noch was zu verkünden an euch. An dem Wochenende, am 18. September, könnt ihr euch schon mal anschreiben, muss ich euch was sagen, muss ich euch was verkünden. Und ja, ich freue mich, es mit euch zu teilen. Bin sehr gespannt. Ihr könnt ja auch schon mal mutmaßen, was es ist in den Kommentaren. Ja. So viel dazu. Also am 18. September gibt es ein Ankündigungsvideo. Dann, wie gesagt, geht es nach Walt Disney World. Und da sind wir ja bis zum 8. Oktober. Und darauf das Wochenende. Am 15. und 16. Oktober bin ich dann wieder im Disneyland Paris, weil ich mir wenigstens einmal dieses Jahr da auch nochmal die Halloween-Season im Disneyland Paris angucken will. Und ich noch ein Vergleichsvideo machen möchte, wie die Halloween-Season denn so im WDW ist und im Vergleich zu Disneyland Paris. Interessiert euch bestimmt auch. Und generell wollte ich dann nochmal das Vergleichsvideo noch machen, WDW und Disneyland Paris, was Attraktionen und so angeht. Das habe ich euch ja versprochen, aber ich habe es beim letzten Mal dann nicht mehr geschafft und jetzt sind so viele Monate ins Land vergangen. Und ja, kann ich mir alles nochmal genauer angucken, nochmal die Attraktionen fahren und euch ein besseres Vergleichsvideo machen. Ja, dann sind wir noch auf ein paar Halloween-Events bis Halloween. Das sind ja auch nur noch 2 Wochen. Und dann fliege ich ja nach Thailand mit meinem Freund. Und wie gesagt, bin dann zum Christmas-Season-Start wieder im Disneyland Paris, also am 12. und am 13. November. Ja, und danach ist tatsächlich noch nicht so viel geplant. Natürlich macht das Phantasialand, also der Wintertraum eröffnet im November, der Europapark eröffnet mit seiner Weihnachtsseason, wo wir eigentlich auch noch dieses Jahr einmal hin wollten. Also, aber da steht tatsächlich noch nichts fest. Ja, das ist so geplant bei mir und auch Disneyland Paris in den nächsten Monaten. Natürlich Halloween-Partys im Disneyland Paris am 26., glaube ich, war es. Was ist der 26.? Ich gucke gerade mal.
Also wie wir am 31. und ich glaube 26. oder 27. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, weil ich dieses Jahr nicht zu den Halloween-Partys gehen werde. Weil ich ja... Ah ne, am 29. war es, genau, das ist der Samstag, 29. Da hätte ich theoretisch noch hingehen können, aber ich hätte gefühlt mit dem Düsenjet dann nach Zürich fahren müssen. Weil wir fliegen aus Zürich nach Thailand. Und am 31. ist die Halloween-Party, genau. Ja, natürlich die Neujahrsparty am 31. Dezember, da werden wir aber auch nicht, also ich werde da nicht dabei sein, denn Brina und ich und unsere Liebsten feiern Silvester hier in der Schweiz in den Bergen. Ja, das ist so geplant, die nächsten Wochen, Monate und dann ist das Gefühl, das Jahr auch schon wieder vorbei. Also es ging, ich weiß nicht, wo die Zeit hinfliegt. Ja, richtig schnell vorbei. Und das war's. Das war mein News-Update für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!